Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1 2020. Heute sind wir in den Niederlanden und wir werden gleich erstmal das Qualifying fahren. So Leute, da geht's auch schon los mit Qualifying. Wie gesagt, immer das Qualifying, die erste Runde, warte, ich mach zum Aufzeichen. Das Qualifying, die erste und die letzte Runde, die machen wir immer an Cut. Weil ja, die sind immer so ein bisschen spannender, sag ich mal. Und da gibt's auch immer so ein bisschen was zu erzählen. Also, ja, doch. Okay. Genau. Ich habe noch ein paar neue Sachen geupgradet, aber ich glaube nicht, dass euch das so krass interessiert. Deswegen überspringe ich das meistens und fahre einfach hier die Rennen. Und ja, genau. Oh. Alter, wir konnten uns aber noch retten. Holy shit, ja, aber Bottas ist auf jeden Fall jetzt vorne. Naja, wir können froh sein, dass wir nicht komplett ausgeschieden sind. Boah, das war schon kritisch, ey. Das. Mit DRS kommen wir noch ein bisschen näher an ihn ran, weil wir sind schon gerade ein bisschen weit hinten, finde ich. Ja, hä? Alter, das Auto macht überhaupt keine Kurve. Wieso denn? Hä, habe ich die Empfindlichkeit hochgestellt? Läuft Verstappen das erste? Das ist, sag ich mal, auch eher, ne? Nichts gegen ihn. Ist halt so. Okay, wir sind erster. Ich mach kurz DRS. Ja, let's go. Erster Platz, oder? Ja, boah. Aber wir hatten sehr viel Glück. Alter, dieser eine Ausrutscher. Der hätte uns komplett zerstören können. Naja, ich würde sagen, bis zum Rennen. Genau, wir versuchen es auf jeden Fall. Rennen starten, let's go. So. Auf eine gute erste Runde, denn das ist gerade das Wichtigste. Und bestmöglich nicht mehr ausrutschen. Ich merke einfach, dieses Auto, es kann irgendwie nicht so gut Kurven schneiden. Heißt, ich muss ein bisschen mehr abbremsen. Ja, wir müssen da auf jeden Fall dann Verbesserung vornehmen, aber das ist relativ gut. Wenn ich das jetzt so gemerkt habe. War gerade ein bisschen kritisch, ich bin noch nicht so warm. Aber ich habe keine Trainingsrunde gemacht. Alter, ich kann nicht mehr reden. Oh, deswegen ja. Weil das Qualifying sozusagen jetzt gerade die Aufwärmrunde für mich. Ich habe jetzt übrigens. Ja, Digga, ich verschalte mich. Ja, es verkackt es wieder. Also. Ja, ich habe die Bots, habe ich jetzt 10 Stufen, also nochmal 10 hinzugefügt bei der Schwierigkeit. Für die, die spielen, die verstehen, was das bedeutet. Ich weiß aber nicht, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob welche Stärke sie mittlerweile sind, ob das schon normal ist oder ob es immer noch leicht ist. Auf jeden Fall, glaube ich, werde ich es nochmal ein bisschen höher machen. Ich meine, bin ich noch fast wieder 2,5 Sekunden vor Verstappen. Deswegen, ja. Ich fahre jetzt erstmal noch ein paar Runden, vielleicht passiert ja noch was. Genau, noch mal die schnellste Runde. Eingesackt. Und ja, bis später. Leute, es gab einen Unfall. Scheinbar relativ mitten auf der Piste. Ich hatte auch schon, ich hatte vorhin auch so einen etwasigen Unfall. Ja doch, es war halt schon so eine Art Unfall. Ich habe ein bisschen die Bande duschiert und das wird wieder mal der Frontflügel so ein bisschen abgebrochen. Aber nichts so wildes, es geht noch. Ich konnte den Vorsprung zu Verstappen ist ja auch noch ganz wenig ausbauen. Ich hoffe jetzt dann, dass die Links relativ schnell dann mal aufgeht, die Boxengasse. Und dann ja, können wir dann rein und wechseln. Okay, dann versuchen wir jetzt noch möglichst viele Sekunden rauszuholen. Weil wir sind ja dann gleich 10 Sekunden davon, weil wir müssen halt den Frontflügel sehr wahrscheinlich wechseln. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich wieder so 10 Sekunden Boxenstopp Zeit. Und er braucht wahrscheinlich nur 3 oder so. Das ist so ein bisschen das Ding. Naja, wir werden es sehen. Ich versuche jetzt nochmal möglichst viele Sekunden rauszuholen. Und dann gehen wir mal in die Box und hoffen, es kommt alles gut. Bis später. Oh! Ja, okay. Es scheint, dass Verstappen ein Problem hat. Er hat mir gerade gesagt, ja, ein paar Infos zu ihm. Er hat scheinbar irgendwelche Probleme. Also, das Team. Okay, das ist sehr gut tatsächlich, weil dann können wir jetzt noch mal auf den letzten paar Metern vor der Box noch Vorsprung gewinnen. Beziehungsweise vielleicht hat er auch ein bisschen den Frontflügel verloren, das heißt, er muss ihn auch wechseln, das heißt,
Wir können. Er muss es auch machen. Das heißt, wir sind ungefähr gleich schnell. Wir kommen. Sind wieder die Hintersten. Wieso sind wir immer die Hintersten? Ja, genau. Helme sind ein bisschen müde. Ah. Okay, er geht noch nicht rein. Okay, interesting. Ah, wir hatten nur 8 Sekunden. Das war voll schnell. Okay, ich weiß nicht, wo das ich übernehmen muss. Ich glaube, wir jetzt ab hier, oder? Einmal in der Linie. Okay, wir sind jetzt immerhin 5. Hinter Alvin. Ich will jetzt nicht schon wieder die Frontlinie kaputt machen. Okay. Ja, ich fahre jetzt am Vor noch ein bisschen hinter eben. Oh, gut, stimmt. Hier muss ich abbremsen. Ich weiß nicht, soll ich es riskieren? Oh, ich wusste gerade nicht, ey, ob ich zusammenfalle oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich riskieren soll. Aber ich glaube besser nicht, weil wir hatten bisher nur schlechte Erfahrungen, was das angeht. Also, bis auf ein paar Ausnahmen. Dann nochmal mit DRS versuchen. Ja, aber da kommen wir nicht vorbei. Crashen wir höchstens rein, also das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. Rudi, wie lange das der gerade gewartet hat mit Beschleunigung. Kann es sein, dass wir schnellere Autos haben als Red Bull? Weil das ist ja Red Bull. Oh. Jo, Alter, was ist der für einer? Hat einfach reingezogen, das war auch wieder ein bisschen kritisch. Actually. Okay, egal. Was, die anderen sind immer noch nicht an die Box gegangen? Oder waren die schon? Ja, aber das kann doch nicht sein. So viel Abstand haben die doch wohl nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Naja, fahr jetzt einfach mal so ein bisschen, bis sich das Ganze klärt. Oh, der Teamkollege ist auch in der Boxengasse. Okay, Leute, Bottas und Leclerc sind jetzt auch in der Box. Ich weiß nicht, Verstappen auch. Okay, let's go. Okay, ich habe gesehen, Hamilton hat jetzt auch Medium, ist aber noch relativ weit hinter mir. Aber wird wahrscheinlich die jetzt dann auch bald überholen, oder? Ja, gleich. Da reicht das, ich weiß nicht. Naja, sehr geil. Wir müssen uns auf uns fokussieren und ich fahre jetzt mal noch das Rennen zu Ende. Oder versuche es und ja, hoffe, dass ich nicht mehr irgendwie so einen leichtsinnigen Unfall baue. Leute, das war dumm. So unnötig. Ich wollte unbedingt meine Bestzeit nochmal schlagen, weil die ersten zwei Sektoren schneller war. Und dann habe ich mich hier so, wollte ich einfach schnell sein und bin deswegen von der Streckenbegrenzung gekommen, also von der Strecke ausgerutscht und rein in die Bande. Ihr habt es ja gesehen, aber eigentlich möchte ich ja das nicht nutzen. Erstmal, weil es Abzug gibt und zweitens, weil es halt auch cheaten ist. Aber ich habe auch keinen Bock, die letzten 4 Runden nochmal komplett mit der Handicap zu fahren, Alter. Dass es wieder nicht geht und alles. Och man, so unnötig, mein Gott. Schlagen wir sie zumindest? Ja, war zumindest wert. Oh Leute, gleich können wir überrunden. Wir müssen einfach aufpassen, aber das Praktische ist. Ja, okay, danke. Das Ding ist, das Praktische ist, die gehen ja so ein bisschen auf die Seite, wenn eine blaue Flagge ist. Das ist relativ praktisch, genau. So ist der 21. Ach so, klar, jemand ist ja ausgeschieden. Genau, lass mich hier mal durch. Danke. Ist hier eigentlich nicht der S-Zone normalerweise? Ich weiß es nicht. Okay. No, dann hier schön um die Kurve. Schuhmacher. Ah, das ist unser Mate. Ach man, der ist zweitletzt. Mann, Schumi. Junior. Ja, genau, lass mich durch. Danke. Es wird noch einen Unfall machen. Das wird ja relativ unnötig. Okay, wer fällt es da vorne? Ist das Bouchon? Auf jeden Fall jemand von dem Haas-Team, glaube ich. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, oder? Das ist aber Haas. Schön von das. Alter, was macht der denn? Ne, es war, glaube ich, Alpha Tauri, oder? Ich weiß es nicht. So, wer seid ihr? Russell und Magnussen.
Ah, ihr seid Haas. Ah, okay. Ja, wusste ich nicht. Nee, als ob Haas, so weiß ich. Ich dachte, die sind auch eher so, so ein bisschen mit Schwarz und Rot und Weiß und so, aber obviously nicht. Oder vielleicht in dieser Saison. Okay, Leute, die letzte Runde. Hier ist Icon. Das heißt ja... Oh, Alter. Letzte Runde, das bedeutet... Ich muss jetzt wieder durchladen. Alter, was machst du denn? Mein Gott, ey. Die ganze Zeit so antäuschen, da gibst du ein bisschen Gas und dann fährt er wieder auf der Linie. Meine Fresse. Naja. Ja, auf jeden Fall läuft bei uns. Ich glaube, es hat sich gelohnt, dass wir diese Rückblende eingesetzt haben. Ja, soll ich sagen, ich hatte halt die letzte Runde schon fast die ganze Runde durchgequangen. Da vorne auch wieder jemand, ja, aber den holen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, was ist. Au, oh, wobei, könnte noch knapp werden. Naja. Okay, warte mal, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. So, jetzt kann ich aber wieder. Wobei hier ist ja irgendwie das Unglück passiert. Vor irgendwie, keine Ahnung, wie viele Runden. Hier oder so, glaube ich. Oh Gott. So damn unnötig. Das war so unnötig gerade, dieser letzte Unfall. Also Unfall, es war ja nur so ein kleiner Aufprall, aber trotzdem. Oh, Korn. Der Beste. Esteban Ocon. Okay. Gucken wir mal. Ja. Let's go. Ja, danke, ne? Alter, der Helm sieht irgendwie geil aus. Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Let's go. Die Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus. Ferrari? Okay. Lol. Wie kam das denn? Da war Pestisch. Ist das Hamilton? Ne, das ist nicht Hamilton, das ist Bottas. Okay, let's go. Let's go. Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Rennen, muss man sagen. Aber ich muss die KI auf jeden Fall noch mal stärker machen. Ich meine, das kannst du ja keinem erzählen, dass ich eine halbe Minute vor dem zweiten Platz bin und einfach bis zum 14. überrundet habe. Also, naja. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Ja, war heute auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, erster Platz wieder mal. Habe jetzt auch wieder ein bisschen investiert von dem Geld, das wir gewonnen haben und von den Konstrukteurspunkten oder wie die heißen. Lol. Ja, dann würde ich sagen, war's das für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Always in what do you see as the twisted tiles beneath our feet?